Freut mich außerordentlich, dass wir mit Philipp Bruckmann, den Initiator auch des Symposiums hier haben. Er ist Chefarzt der Inneren Medizin der ARUD, Mitglied der Geschäftsleitung. Er wird das Symposium starten und wird nochmals seine Definition, die Vorstellung der Schadensminderung aus der Perspektive der Suchtmedizin präsentieren. Ich möchte dich bitten, Philipp, das Wort zu übernehmen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Oliver, für diese Einleitung. Guten Tag zusammen. Es freut mich sehr, dass Sie so zahlreich teilnehmen an diesem Symposium. Das ist eine große Freude, dass das Interesse groß ist am Thema. Ich freue mich auf diesen Nachmittag und eben darf Ihnen jetzt in den nächsten 10 Minuten eine Einführung geben zum Begriff Harm Reduction aus Sicht der Suchtmedizin, in der ich auch schon seit jetzt 17 Jahren arbeite. Zuerst möchte ich aber noch, jetzt muss ich da schnell meine Slides weiter bewegen. Zuerst möchte ich noch etwas zur ARUD sagen, für diejenigen von Ihnen, die die ARUD nicht kennen. Eben die ARUD hier in Zürich ist ein ambulantes Zentrum für Suchtmedizin, das es eben seit 30 Jahren gibt. Es ist einer der größten Anbieterinnen von ambulanter Suchtmedizin in Europa. Unser Credo ist eine möglichst umfassende Versorgung mit einem interdisziplinären Team unter einem Dach unserer Patientinnen und Patienten, die alle möglichen Arten von Abhängigkeitserkrankungen und auch Komorbiditäten aufweisen, die wir versuchen, hier möglichst umfassend, ganzheitlich und interdisziplinär zu versorgen. Dabei ist es uns ganz wichtig, dass wir unsere Haltung von Harm Reduction, dem Begriff der Schadensminderung, leiten lassen und auch unser tägliches Handeln in der Arbeit mit den Patienten ist bestimmt durch den Begriff Harm Reduction, den ich Ihnen nachher dann vorstelle. So aus unserem Leitbild eben der Begriff der akzeptierenden Haltung. Wir akzeptieren, dass der Konsum von Substanzen zu einem Lebensentwurf gehören kann. Wir unterstützen die Betroffenen darin, ihren Konsum risikoarm zu halten und ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu führen und begegnen unseren Patientinnen und Patienten auf Augenhöhe. Also Behandlungsschritte werden gemeinsam erarbeitet. Der Behandlungsansatz der ARUD ist nicht primär abstinenzorientiert, sondern der Gewährleistung einer bestmöglichen Lebensqualität verpflichtet. Denn wir achten zudem auch, dass die Schäden, die durch das Suchtverhalten oder die Substanzstörungen und deren Folgen verursacht werden, für Gesellschaft und Umwelt auch vermieden werden oder so gering wie möglich gehalten werden. Schäden durch Tabak, auf das möchte ich auch noch ganz kurz einführend eingehen. Weshalb sprechen wir da von Schadensminderung, ein Begriff, der aus dem illegalen Substanzbereich, aus dem Heroin- und Kokainbereich vorankommt? Deshalb ist das für Tabak auch wichtig. Diese Studie hier, die zeigt, dass der Schaden durch Tabak eben vergleichbar ist mit anderen Substanzen wie Alkohol, wie Amphetamin, wie Cannabis, Benzodiazepine, oder eben wie hier gezeigt. Wie hier gezeigt wird in dieser Studie, wo wir sehen, dass Alkohol eben der schadensmindernde Effekt von Alkohol, der ist absolut im vergleichbaren Bereich wie der, also der, Entschuldigung, der Schadenseffekt von Tabak ist im vergleichbaren Bereich wie der von Heroin, von Crack-Kokain. Auch wenn wir schauen, den körperlichen Schaden, den Tabak anrichten kann, ist absolut in einem vergleichbaren Bereich.
auch die, das Abhängigkeitspotenzial ist ungefähr gleich groß wie, wie diese illegalen Substanzen. Und auch wenn wir den, den sozialen Schaden anschauen, ist das in einem ähnlichen Bereich. Deshalb ist es, denke ich, wirklich angezeigt, dass wir wie auch im Heroinbereich, auch im, im Tabakbereich von Schadensminderung sprechen. Und wenn wir von Schadensminderung sprechen, ist es ganz wichtig, dass wir vom selben sprechen. Denn anders als in anderen Bereichen der Suchtmedizin, insbesondere im Bereich der Opioide, wo der Begriff eben herkommt, wird der Begriff im Tabakbereich nicht nur von Fachleuten, sondern eben auch von der Wirtschaft, die von ganz anderen Interessen geleitet ist, verwendet. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir uns auf diesen, heute Nachmittag auf diesen medizinisch definierten Begriff Harm Reduction konzentrieren und von dem sprechen. Und ich möchte anfangen in den 90er Jahren, als dieser Begriff geprägt wurde. Eric Single, ein Soziologe aus Toronto, war einer der ersten, der darüber publizierte. Er hat diesen Artikel Defining Harm Reduction verfasst und eben darauf hingewiesen, das Hauptmerkmal der Harm Reduction ist die Akzeptanz der Tatsache, dass von einigen Drogenkonsumenten nicht erwartet werden kann, dass sie ihren Drogenkonsum zum jetzigen Zeitpunkt einstellen. Und weiter, die Schadensminderung ist neutral gegenüber den langfristigen Zielen der Intervention, während sie den kurzfristig realisierbaren Zielen eine hohe Priorität einräumt. So zieloffen in der Langfristigkeit. Und der Kern des Konzepts besteht darin, die negativen Folgen des Drogenkonsums zu mildern, während der Drogenkonsum zumindest kurzfristig anhält. Ich denke, das meiste hat heute noch Gültigkeit, wie wir heute den Begriff verstehen und anwenden. Und es wurde auch eben weiter ausgebaut und verfeinert und weiter definiert. Wie gesagt, der Begriff kommt aus den 90er Jahren, als die HIV-Epidemie eine große Bedrohung darstellte, insbesondere bei Personen mit Substanzabhängigkeit. Da braucht es pragmatische Lösungen und deshalb, denke ich, ist dieser Weg der Harm Reduction, der ein pragmatischer Weg ist, entstanden. Wichtig ist, denke ich, für Verständnis grundlegend, nicht nur wichtig, grundlegend ist, dass das evidenzbasierte Methodenprogramme und Praktiken sind. Dass für alles, was angewendet wird unter dem Dach der Harm Reduction, gibt es entsprechend gute Evidenz. Fundiert aber auch auf den Menschenrechten und Ziel sind eben diejenigen Menschen, die es nicht schaffen oder die auch aktuell oder längerfristig nicht willens sind, ihren Gebrauch, ihren Konsum einzustellen. Kommt aus dem Bereich der illegalen Substanzen, wie gesagt, also aus, eigentlich auch aus der Heroin-Epidemie, die eben gleichzeitig mit der HIV-Epidemie in den 90er Jahren sehr ausgeprägt war in Europa und in Nordamerika. Die international führende NGO zu diesem Thema, die Harm Reduction International, hat den Begriff sehr präzise definiert. Und ich möchte da kurz auf das eingehen. Harm Reduction, das ist, denke ich, etwas ganz Wichtiges, hat den Anspruch, nicht nur individuelle, sondern eben auch Public Health Effekte zu haben. Es geht nicht nur um die Gesundheit des Betroffenen, es geht eben auch um das Umfeld, um die Schäden, die entstehen können, im Umfeld, in der Gesellschaft. Also es geht um die Reduktion von gesundheitlichen, sozialen und ökonomischen Schäden. Es geht nicht zwangsläufig um die Reduktion des Konsums. Natürlich ist das ein Ziel und womöglich auch die Abstinenz ein Ziel, aber das muss nicht die Voraussetzung sein und es wird akzeptiert, der Fakt, die Evidenz wird akzeptiert, dass lang nicht jeder, der konsumiert, es schafft, abstinent zu werden. Es soll praxisorientiert, effektiv und wirksam sein, also kosteneffektiv, kostenwirksam, und auch um die ökonomischen Folgen und Schäden zu mindern.
Wichtig ist, denke ich, dazu hat Harm Reduction beigetragen, dass man aus diesem dogmatischen Denken, dass es nur Konsum oder Abstinenz gibt, dieses Schwarz-Weiß, dass man von dem wegkommt. Eben dazwischen sind eben diese Maßnahmen oder diese Ansätze der Schadensminderung, wie hier jetzt dargestellt, für den Tabak, dass es eben nicht nur das Zigarettenrauchen oder die Abstinenz gibt, sondern dass es in der Betreuung, in der Therapie zwischen auch andere Wege geben kann für Leute, die eine Abstinenz momentan nicht möglich ist oder dauerhaft nicht möglich ist. Ich denke, beides wird es geben. Und da gilt es natürlich auch innerhalb der schadensmindernden Maßnahmen zu schauen, was ist dann am wenigsten schädlich, weil schadensmindern heißt eben, dass es doch auch mit einem potenziellen Schaden einhergehen kann, der aber eben entsprechend geringer ist als der reine Konsum selbst. Ganz wichtig auch, denke ich, ist der politische Aspekt. Harm Reduction hat auch mit Suchtpolitik zu tun. Und wenn wir jetzt das anschauen, eben der Einfluss der Suchtpolitik auf die Schäden auf sozialer und gesundheitlicher Ebene und dann die Skala nehmen zwischen massivster Prohibition und kompletter Freigabe ohne Regulierung mit kommerzieller Promotion, so möchte ich hier andeuten, eben dass denke ich, beide Extreme entsprechend mit einem hohen Schadenspotenzial einhergehen. Sowohl der unregulierte kriminelle Markt, der eben entsteht durch die Ultraprohibition, wie aber auch der unregulierte legale Markt, bei dem Produkte kommerziell beworben werden können, in denen es keine Regulierung gibt. Das hat beides ein erhebliches Schadenspotenzial. Ich denke, das Ziel ist wirklich eine Regulation anzustreben. Das ist für jede Substanz im Detail natürlich dann eine andere Regulation notwendig. Aber am Beispiel zum Beispiel von Cannabis sehen wir, dass wir uns eher von Prohibition Richtung Regulation bewegen, auch aufgrund der entsprechenden Evidenz, die vorliegt, und umgekehrt aber im Bereich Tabak und Alkohol eher Richtung mehr Regulation und weg vom ganz freien Markt. Was eben sicher nicht im Sinne von Harm Reduction ist die kommerzielle Promotion, der freie Markt. Und dann komme ich eben noch jetzt zum Schluss darauf, was Harm Reduction nicht sein sollte. Ich denke, es ist halt verpasst worden, diesen Begriff rechtlich zu schützen. Der wird jetzt seit einiger Zeit von der Tabakindustrie verwendet. Und ich denke, aus meiner suchtmedizinischen Sicht kann ich von einer missbräuchlichen Verwendung sprechen, denn die Beweggründe sind natürlich eben nicht die, die ich jetzt aufgezeigt habe. Diese Verwendung als Marketing hat natürlich auch dazu geführt, dass wir jetzt eine Debatte haben, die wir auch heute führen werden, die einen schalen Beigeschmack erhielt, weil der Begriff Harm Reduction zum Teil dann auch auf Ablehnung stößt, weil er eben gerade auch von der Tabakindustrie promotet wird und eben diese Involvierung eigentlich abgelehnt wird für die Diskussion, wie eine Rauchentwöhnung aussehen soll. Solche Werbung, die auf vulnerable Populationen abzielt, die auf Populationen abzielt, die sogar eben einsteigen könnten durch eine solche Werbung, ist natürlich nicht im Sinne von Harm Reduction aus medizinischer Sicht. Auch solche Werbung ist sicher nicht Harm Reduction konform, wie ich es eben vorgestellt habe. Das Verbot von Nikotinkonsum macht durchaus in gewissen Orten Sinn, wie zum Beispiel in Restaurants, dann wollen wir nicht umgehen, wie es solche Werbung etwa andeuten könnte. Oder auch der Dual Use, darüber werden wir heute noch mehr hören. Da wissen wir heute, gibt es genügend Evidenz, das ist nicht Harm Reduction, das ist Harm. Und wenn das so beworben wird, wie von dieser Influencerin,
ist das diametral in dem entgegengesetzt, was wir unter Harm Reduction verstehen. Oder auch solche Auftritte von der Tabakindustrie, das ist nicht evidence-based, wenn man sagt, dass mit Rauchen aufhören als beste Option, dass das nicht die Realität ist. Es ist, wir haben die Evidenz, es ist für einen gewissen Prozentsatz durchaus die Realität und das gilt es natürlich anzustreben, diese Zahlen gilt es stetig zu verbessern. Das, denke ich, ist auch, muss auch Harm Reduction sein und das beißt sich natürlich mit dem Marketingbegriff Harm Reduction. So komme ich zum Schluss meiner Ausführungen mit diesem Editorial, das im Lancet vor anderthalb Jahren erschienen ist und leite damit dann auch über zu den nachfolgenden ReferentInnen. Vaping oder eben E-Zigarettengebrauch als Strategie zur Schadensreduzierung erfordert eine rasche, aber solide Forschung und aber auch toxikologische Überwachung. Es braucht noch mehr Evidenz sicher auch. Und der Weg zur Integration der E-Zigarette in die Rauchentwöhnung muss transparent, fundiert und mit Bedacht beschritten werden, so die Autoren von diesem Editorial. Und ich denke, in diesem Sinne wünsche ich mir heute vielleicht sogar als Konklusion aus diesem Symposium, dass zumindest die Akteure aus der Prävention und der Medizin, also die Fachleute hier einen gemeinsamen Weg einschlagen, um das Thema der Rauchentwöhnung mit Inklusion der E-Zigarette im Sinne einer medizinisch definierten Harm Reduction gemeinsam beschreiten. In diesem Sinne herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.